Herzlich willkommen im täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Mittwoch, den 23. November 2016. Der Dow hat die Marke von 19.000 Punkten übersprungen. Nach wie vor sehen wir in den USA einen kräftigen Kaufdruck, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wir da demnächst mal eine kleine Pause einlegen werden bei verschiedenen anderen Indikatoren, wie beispielsweise bei den Rentenpapieren, bei den Rentenfutures oder auch beim Kupfer, was zuletzt stark gestiegen war, und verschiedenen anderen Indikatoren haben wir ja seit gestern eine kleine Gegenbewegung gesehen. Das heißt, es kommt jetzt auch mal zu Gewinnmitnahmen und dieses Trump-Thema, was die letzten Wochen dominiert hat, rückt ein wenig in den Hintergrund und man wendet sich wieder neuen Themen zu, orientiert sich in seiner Portfolioallokation wieder an beispielsweise der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank. Also insofern nicht mehr dieser breite Aufschwung, aber wir sind nach wie vor grundsätzlich bullisch für den amerikanischen Markt, werden das auch im nächsten Frankfurter Börsenbrief entsprechend dokumentieren. Für ein Papier sind wir allerdings weniger bullisch und das betrifft Hewlett Packard. Hewlett Packard hatte sich ja vor einiger Zeit aufgespalten in die Hewlett Packard Incorporated, also das Unternehmen, was nach wie vor mit Druckern und Computern sein Geld verdienen will. Das hatte zuletzt sogar einen leichten Gewinnanstieg gemeldet, macht insgesamt einen guten Eindruck. Der zweite Teil, die Hewlett Packard Enterprises, die hatte sich, und das ist ja auch von der Strategie durchaus nachvollziehbar, auf das Geschäft mit Servern, mit Netzwerken, mit Speicherlösungen konzentriert, da ja eigentlich immer mehr Technologie in der Cloud gespeichert wird und weniger auf PCs, und das heißt, diese Produkte, die Hewlett Packard in der Vergangenheit vertrieben hat, immer unbedeutender werden. Zuletzt hat der PC-Verkauf um 4% zugenommen, aber in der Tendenz geht das Geschäft doch dahin, dass immer mehr im Internet, in der Cloud gespeichert wird und dass diese Produkte dann weniger nachgefragt sein werden, und das ist ja auch der Trend der letzten Jahre. Diese neue Abspaltung, die wird geführt von der ehemaligen HP-Chefin Meg Whitman, und diese hat sich allerdings nicht so positiv entwickelt, wie man das hätte erwarten können. Hier haben wir auch einen Gewinnrückgang gesehen, sogar einen Gewinneinbruch von ungefähr 1,3 Milliarden auf um die 400 Millionen, und auch bei den Erlösen gab es einen Rückgang. Das heißt, der Turnaround, den man sich hier versprochen hat, mit der Neuausrichtung auf die im Moment aktuellen Geschäftsfelder, ist vom Management noch nicht so umgesetzt, wie man das erwarten kann. Man pfeift weiterhin im Wald, man sagt, an den Zielen hält man fest und man sieht sich da auf einem guten Weg. Ich sehe Hewlett Packard da allerdings mit großen Managementproblemen, und deswegen meine Empfehlung heute bei Hewlett Packard: eher eine Short-Spekulation angehen, weil der Kapitalmarkt auf solche Nachrichten in der Regel eher enttäuscht reagiert. Mein Tipp des Tages: gehen Sie bei der Hewlett Packard Enterprise auf die Short-Seite. Das ist mein Hinweis für heute. Allgemein rate ich jetzt zu einer etwas defensiveren Vorgehensweise. Sie können auch aus den Empfehlungen, die wir hier in den letzten zwei Wochen ausgesprochen haben, mal den einen oder anderen Gewinn mitnehmen, ein bisschen Liquidität schaffen, um dann die Empfehlungen, die wir in den nächsten Tagen herausgeben werden, wieder aufnehmen zu können und dafür das entsprechende Reservoir bereit zu haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen bin ich wieder für Sie da. Bis dahin alles Gute. Ihr Meinert M. Klinsen.